Ja, meine Damen und Herren, manchmal gibt es Geschichten, die sind so verrückt, dass man sie eigentlich erstmal gar nicht glauben mag. Also jedenfalls so ging es mir, als ich vor knapp 2 Jahren las, wie der damalige baden-württembergische Ministerpräsident Stefan Mappus in einer Nacht- und Nebelaktion den Stromversorger NBW vom französischen Staatskonzern EDF zurückkaufen ließ. Da hatte eine Landesregierung mal eben mehr als 4 Milliarden Euro aus Steuergeldern ausgegeben, ohne das Parlament auch nur zu fragen, ja? Geschweige denn eine öffentliche Debatte darüber zu führen. 4,7 Milliarden ohne Parlamentsbeschluss, einen solch dreisten Verfassungsbruch, muss man erst mal bringen. Ja? Das eigentlich Verblüffende aber war, was unmittelbar danach geschah, nämlich nichts. Die Opposition nahm die Ausschaltung des Landtages in den ersten Tagen einfach hin, um dann erst Tage später ein paar Zweifel an der Preisfindung und an dem Geheimverfahren anzumelden. Aber das war's dann. Die Staatsanwaltschaft weigerte sich, den Vorgang auch nur zu ermitteln. Der Rechnungshof, der doch eigentlich unabhängig über den Einsatz von Steuergeldern wachen soll, verweigerte die Prüfung eines Vorganges, der immerhin fast 10% eines gesamten Jahresbudgets des Landes umfasste. Und dann folgte die größte Überraschung von allen. Die Regierung wurde abgewählt, aber die neue Regierung wollte auch nicht mehr so genau wissen, wie es zu dem Milliardendeal kam, angeblich, weil es an Unterlagen fehlte. Und es sind genau solche Momente, in denen wir wirklich froh sein können, dass es hierzulande eine Presse gibt, die sich zumindest bei den schweren Verfehlungen und Gesetzesbrüchen der Mächtigen dann an ihre Unabhängigkeit erinnert und ihr Wächteramt doch wahrnimmt. Und im konkreten Fall müssen wir dankbar sein, dass Andreas Müller und mit ihm die Stuttgarter Zeitung diese Aufgabe wirklich vorbildlich erfüllt haben. Was kann ein Journalist tun, wenn die Institutionen versagen und die Gewaltenteilung nicht mehr funktioniert? Er kann nur das tun, was er eigentlich immer tun muss, fragen und nachbohren. Oder wie ich es immer nenne, baggern und wühlen. Und genau das hat Müller gemacht. Er hat kritische Stimmen gesucht und publiziert. Zum Beispiel eine bayerische Staatsanwältin, die den Kollegen in Stuttgart Strafvereitelung im Amt vorwarf. Er hat Parlamentarier gesucht und gefunden, die doch einen Untersuchungsausschuss wollten. Und er hat aufgedeckt, dass die Tatenlosigkeit der Rechnungshofprüfer ein in der Behörde selbst höchst umstrittener Vorgang und letztlich ein Ergebnis des über Jahrzehnte gepflegten CDU-Netzwerks war. Eine solche Arbeit kann ausgesprochen nervig sein, und zwar nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für den Journalisten oder die Journalistin selbst. Einige Kollegen, so erzählte mir Müller, fragten ihn seinerzeit sogar, ob er da eigentlich persönliche Motive habe oder sonst einen Fimmel, weil er einfach nicht locker ließ. Tatsächlich haben Müller und seine Kollegen nur genau die Art von kritischem Journalismus betrieben, wie sie die Demokratie zum Atmen braucht, und zwar besonders dann, wenn Filz und Größenwahn sie zu ersticken drohen. Denn nur deshalb, und das ist keine Übertreibung, nur deshalb, weil sie nicht locker ließen und Andreas Müller nicht locker ließ, kam am Ende dann doch in Gang, was doch eigentlich völlig selbstverständlich gewesen wäre. Das Parlament, der Rechnungshof und jetzt zu allerletzt auch die Staatsanwaltschaft ermitteln die Umstände eines Vorgangs, der doch offenkundig von Anfang an nicht mit den Gesetzen vereinbar war. Und was seitdem herauskam, ist wiederum so hanebüchen, dass es einem zuweilen die Sprache verschlägt. Da lenkte der Manager Dirk Notheiß von der Investmentbank Morgan Stanley einen deutschen Ministerpräsidenten wie eine Marionette durch einen Deal, der vor allem der Bank selbst nutzte und der zugleich über den Zwillingsbruder des Chefs des französischen Konzerns EDF gespielt wurde, der dann praktischerweise auch Topmanager von Morgan Stanley war, allerdings in Paris. Ja. Beispielhaft ist da etwa folgende Passage aus einem der vielen Artikel von Müller, ich zitiere: Notheiß Rolle, das zeigen die Mails, ging weit über die des Investmentbankers hinaus. Er war der Regisseur des Deals, er schrieb das Drehbuch, er kümmerte sich auch um die politische Strategie. Mappus hingegen erscheint als williger Lehrling des großen Meisters, ja sogar fast als Sprechpuppe, die vorformulierte Sätze aufsagen darf. Im Flugzeug nach New York zum Beispiel entwirft Notheiß schon früh das Skript für die Pressekonferenz. Sie werden mir recht geben, den Deal hätte auch die schwäbische Hausfrau gemacht, wenn sie es denn könnte, soll Mappus sagen. Fast wortgleich kommt die Passage später in einem Interview. Detailliert wird dem Ministerpräsidenten vorgegeben, wen er wann und wie einbinden soll.
Als Lockmittel für die FDP empfiehlt der Banker einen Aufsichtsratsposten für Wirtschaftsminister Ernst Pfister. Das nimmt er bestimmt gerne an, zumal er aus der Politik ausscheidet. Dann nämlich muss er etwa die 50.000 Euro Vergütung nicht mehr ans Land abliefern. Diese und viele andere Unglaublichkeiten, die sich da abspielten, hätten wir aber nie erfahren, wenn Andreas Müller nicht über jene Eigenschaften verfügt hätte, die einem guten Journalisten auszeichnen: Skepsis und Hartnäckigkeit. Lieber Andreas Müller, diesen Preis haben Sie sich wahrlich mehr als verdient. Schönen Dank. Was ging in Ihnen vor, als Sie diese unglaublichen E-Mails zum ersten Mal lasen? Wenn dann von Merkel als Mutti gesprochen wird, wenn dann die Sprechpuppe sozusagen instruiert wird. Also ich war überrascht und auch nicht überrascht, denn es hatte sich relativ deutlich das Bild herausgestellt, dass hier der Investmentbanker der Regisseur ist und der Politiker nur der Ausführende. Was mich überrascht hat, war die unglaubliche Schnottrigkeit und die Unverfrorenheit des Tons dieser Mails, wo also die Kanzlerin als Mutti bezeichnet wird, die dem Ministerpräsidenten Mappus einen Auftritt mit Sarkozy arrangieren soll. Eine andere Mail, wo gesagt wird, ich habe nochmal drüber nachgedacht, wann du den Finanzminister informieren sollst. Sonntagabend, am Tag vor dem Deal, ist zu früh, mach es doch am Montag früh, wenn du ihn in den Griff bekommst. Man muss sich überlegen, es geht um 5 Milliarden Euro, die der Finanzminister freigeben muss. Und dann diskutieren zwei alte Freunde darüber, kriegt er 10 Stunden oder kriegt er eine halbe Stunde, um sich das zu überlegen. Nun kommt es ja auch zu staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen. Wie ist das eigentlich, wie ist da der Stand? Es wurde ja schon gesagt, es hat lange gedauert. Die Staatsanwaltschaft hat immer nur beobachtet und gesagt, nö, wir sehen bei bestem Willen keinen Ansatzpunkt für Ermittlungen. Inzwischen gibt es diese Ermittlungen. Es gab inzwischen auch eine mehrere Hausdurchsuchungen mit offenbar recht ergiebigen Funden, die im Augenblick ausgewertet werden. Auch die zitierten Mails liegen inzwischen allesamt bei der Staatsanwaltschaft und jetzt heißt es abwarten, was dabei herauskommt. Rechnen Sie mit Konsequenzen? Es ist immer schwer zu sagen, was bei Ermittlungen herauskommt. Ich finde, es ist einfach wichtig, dass das ermittelt wird in diesem Fall. Man muss nur einfach abwarten. Es ist die richtige Stelle, die es jetzt untersucht und nun braucht es etwas Zeit. Also will ich nicht vorgreifen. Ich glaube, ich habe eben vergessen und ich kriegte dann einen kleinen Wink zu sagen, dass der Preis mit 10.000 Euro dotiert ist. Also nur, damit Sie wissen, dass er auch ein Geld kriegt. So, angemessen, genau. Andreas Müller, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch.